Und herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Tja, so schnell vergeht die Zeit. Wir kommen zu Teil Nummer 4. 4 zum Thema Burnout-Prävention. Ihr Lieben, wieder der Hinweis an alle, die frisch zugeschaltet haben. Vergesst nicht, ihr müsst euch unbedingt den Einstieg anschauen. Burnout-Prävention Einstieg, dann Teil 1, Teil 2, Teil 3. Erst wenn ihr die angeschaut habt, macht das Ganze Sinn. Erst daran erkennt ihr den roten Faden, den ihr benötigt. Also ihr Lieben, wenn ihr neu dabei seid, schaut euch die ersten Teile an. Gut, wo sind wir heute? Wir sind wieder bei der Burnout-Prävention. Wieder bei der Burnout-Prävention. Und heute kommen wir zum Punkt Nummer 4. Die ersten drei ganz wichtigen Punkte habe ich durch. Jetzt kommt für mich direkt der nächste Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde. Deswegen kommt er ja auch an Nummer 4. Was könnte das denn das sein? Zeitmanagement. Freunde, Zeitmanagement. Zeitmanagement, das ist für mich ein wichtiger Faktor, sodass er auf Nummer 4 kommt. Warum? Aus dem einfachen Grund. Bei mir selbst erlebt, bei ganz vielen meiner Kunden erlebt, dass ein schlechtes Zeitmanagement immer dazu führt, dass Stress entsteht. Wir machen es jetzt mal ganz einfach trivial. So, ich muss morgens aus dem Haus und habe mir abends nichts hingerichtet. Weder meine Kleider, noch wusste ich genau, was ich am nächsten Tag anziehe. Ich muss also in den Schrank, muss alles rausräumen, muss alles zusammenräumen. Dann habe ich zum Beispiel vergessen, mein Rasierzeug zu kaufen. Ich habe stumpfe Rasierklingen. Dann sind meine Schuhe nicht sauber. Dann habe ich vergessen, mein Essen zu richten. Was passiert? Ich stehe morgens auf, vielleicht sogar noch 5 bis 10 Minuten später wie normalerweise. So, ich muss aber um 7.30 Uhr aus dem Haus und habe jetzt tatsächlich nur noch 35 Minuten Zeit. So, das reicht ja gerade mal, waschen, Zähne putzen, das Grundsätzliche zu machen. So, das bedeutet, ich muss alles in vollem Galopp machen. Vollgas, damit ich nicht zu spät komme. Was bedeutet es? Ich befinde mich morgen schon gestresst. Mein Körper produziert morgen schon Stresshormone. Warum? Weil ich bei so einfachen, trivialen Dingen kein Zeitmanagement habe. Das sieht man mal. Nur so eine Kleinigkeit kann schon dazu führen, dass Stress entsteht. Deswegen, ihr Lieben, Zeitmanagement, wichtiger Faktor. Ich kenne keine gute Firma, ich kenne keinen erfolgreichen Mensch, der kein gutes Zeitmanagement hat. Und wenn Sie erfolgreich sind, Achtung, jetzt müsst ihr gut zuhören, und Sie haben kein gutes Zeitmanagement, dann ist es oft eine Frage, exakt, wie Sie beim Burnout landen. Genau aus diesen Gründen kennt ihr vielleicht viele erfolgreiche Menschen, die einen Burnout hatten oder darauf zulaufen. Und wenn man da mal reingeht und reinguckt, dann ist oftmals auffallend, dass das Zeitmanagement überhaupt nicht funktioniert. Null. Deswegen, ihr Lieben, ganz wichtige Infos von mir, ich praktiziere das selber seit langer, langer Zeit. Bei mir liegt morgens sogar ein Bad, genau, Hose, Schuhe, Hemd, alles da. Meine Tasche ist für die Arbeit gerichtet und ich habe sogar mein Frühstück vorbereitet, am Abend zuvor. Damit ich am nächsten Morgen erst gar nicht in dieses hektische Hamsterrad komme, dass erst gar nicht der Faktor Stresshormonproduktion am Morgen schon entsteht. Weil wenn ihr morgens schon Stresshormone habt, dann ist es oft so, dass euch das den ganzen Tag verfolgt. Bis abends, bis ihr die Äuglein zumacht. Genau deswegen, ihr Lieben, setzt euch an euren Rechner, setzt euch an euren Kalender, wo ihr es schriftlich macht, an euren Outlook und plant euren Tag. In meinem Fall, da ich ja im Bereich des Personal Trainingsarbeit, Ernährungsplanung ist immer ganz klar der Faktor, wenn ich hier erfolgreich sein möchte, regelmäßig trainieren gehen möchte, Erfolg haben möchte im Bereich des Trainings, brauche ich natürlich auch hier ein gutes Zeitmanagement. Wann gehe ich trainieren, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag und noch ganz wichtig, was trainiere ich denn da eigentlich?
Welche Muskelgruppen, wie oft mache ich das? Das sind alles Faktoren, das gehört zum Zeitmanagement in meinem Bereich dazu, genauso wie das Zeitmanagement im Bereich des Essens. Einfach sich seine Zeit entsprechend einteilen, entsprechend reservieren und somit stressfrei durch den Tag und stressfrei durch die Woche zu kommen. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr Burnout-Präventionsmaßnahmen ergreift, dann ist hier das Zeitmanagement mit ein Faktor, wo euch ganz viel Druck rausnimmt. Extrem viel Druck. Ich bin sicher, ihr unser Zuschauer, ihr seid geschäftlich in vielen Bereichen sehr erfolgreich. Wenn ihr da mal nachguckt, warum seid ihr erfolgreich? Weil ihr ein gutes Zeitmanagement habt. Aber in vielen anderen Dingen habt ihr vielleicht kein gutes Zeitmanagement. Da könnt ihr anpassen. Wenn ihr aber vielleicht in eurem Beruf auch noch kein gutes Zeitmanagement habt, dann wird es Zeit, die Basic zu bearbeiten. So, und wichtig ist, ihr habt jetzt Informationen bekommen. Jetzt dürft ihr nicht warten bis nächste Woche Mittwoch und sagen, dann mache ich das. Wenn ihr was ändern wollt, dann müsst ihr jetzt ins Tun kommen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, 66 Stunden ist ein Mittelwert. Wenn ihr innerhalb diesem Zeitfaktor nicht ins Tun kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass ihr unter Aufschieberitis landet. Das heißt, es ist tatsächlich zwischenzeitlich sogar wissenschaftlich belegt Aufschieberitis. Es gibt sogar einen Fachausdruck. Den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es gibt tatsächlich einen medizinischen Fachausdruck. Aufschieberitis funktioniert nicht. Also, wenn ihr jetzt zugehört habt, wenn ihr präventive Maßnahmen gegen einen Burnout ergreifen wollt, setzt euch hin, aktives Zeitmanagement, tragt euch ein, wichtige Dinge, plant drumherum und ich bin mir sicher, ihr habt einen riesen Step gemacht, den Burnout davon zu laufen, den Rücken zu zeigen, den zu zeigen. Freunde, das war's schon wieder. Das war Teil 4 zum Thema Burnout-Prävention, Zeitmanagement. Bis bald, Teil 5 folgt in Kürze.